Mein Kia wird unterstützt von der Diamant Autowelt, Ihrem Kia-Partner in Wiesbaden. So, wie du siehst, der Kofferraum ist ziemlich groß von diesem Kia Exceed und den gucken wir uns jetzt gleich mal im Detail an. Also einen ganzen Menschen rein, der muss sich dann schon ganz schön zusammenkugeln, aber in jede Menge Gepäck und ja, was wir ansonsten noch unterbringen können, das zeige ich dir jetzt im Detail. So, als erstes gucken wir uns mal die Hutablage an, die wir nämlich ganz leicht lösen können. Wir haben hier oben eine kleine Halterung und die ist nur hier oben eingehängt. Und wenn wir die quasi rausziehen wollen, lösen wir die einfach und lassen die runterfallen. So, jetzt gucken wir uns weiter die Details im Kofferraum des Kia Exceed an. Hier haben wir auf der linken Seite, das ist auch fast identisch auf der rechten Seite, einen 12-Volt-Anschluss. Den haben wir allerdings nur einmal. Und dann noch einen Gepäckhaken, den man auch auf der rechten Seite findet, wenn man zum Beispiel irgendwelche Taschen oder so hat, die man fixieren möchte. So, und um weitere Gegenstände noch im Kofferraum zu fixieren, gibt es 4 Verzurösen jeweils in den Ecken des Kofferraums, die man einfach hochklappen kann. Jetzt gucken wir uns nochmal den Ladeboden des Kia Exceed an. Es ist in diesem Fall sogar ein doppelter Ladeboden, man hat also richtig viel Platz. Das ist die Grundeinstellung, wie wir sie jetzt sehen. Hier haben wir eine kleine Griffmulde, die ziehe ich jetzt einfach mal hoch. Und dann sieht man auch schon, unten drunter ist noch jede Menge Platz unter dieser, ja, ich nenne sie mal Ladeplatte, also dem Ladeboden. Da ist unter anderem das Tire Kit drin, also das, was man braucht, wenn man eine Reifenpanne hätte, um den Reifen zu reparieren. Und diese Bodenmatte hier ist noch verstellbar, das heißt, man kann sich also noch mehr Platz schaffen. Einfach nur kurz nach vorne ziehen, runterfallen lassen das Ganze und wieder zurückschieben. Und schon hat man wesentlich mehr Platz nochmal, um beispielsweise auch mal 2 oder 3 Getränkekisten dann irgendwo zu stapeln. Ja, also das ist im Prinzip schon die ganze Einstellmöglichkeit, die wir im Kofferraum vom Kia Exceed sehen. So, ich habe jetzt auf dem Vordersitz des Kia Exceed Platz genommen. Da wir hier in der Ausstattungsvariante Platinum Edition sitzen, ist es eine elektrische Verstellung des Ledersitzes. Auf der Beifahrerseite haben wir es manuell, das zeige ich dann gleich nochmal. Wir haben 3 Hebel, die wir hier sehen. Einmal den vorderen, damit stelle ich einmal die Längsrichtung des Sitzes ein. Wenn ich das nach vorne schiebe, geht der Sitz nach vorne und in die andere Richtung fährt er nach hinten. Hier kann ich die Höhe nur des Vorderbereichs des Sitzes einstellen und wenn ich nach hier hinten gehe und es nach oben drücke, dann geht der Sitz komplett rauf oder komplett nach unten. Das ist soweit der vordere Hebel. Der mittlere Hebel ist für die Rücksitzlehne geeignet. Einmal in die Richtung gedrückt geht die Sitzlehne zu mir nach vorne und in die andere Richtung entsprechend nach hinten. Und dann habe ich hier noch eine Lordosenstütze. Das heißt, das ist eine Stütze, die für den unteren Rückenbereich ist, vor allem sehr angenehm für längere Autobahnfahrten. Da kann man sie entweder härter einstellen oder etwas weicher. Das merkt man dann im unteren Rückenbereich, auch in der Sitzlehne, ob das härter oder weicher wird. Wie gesagt, gerade bei längeren Autobahnfahrten ist das sehr angenehm. Soweit die Einstellung und die Einstellmöglichkeiten auf dem Fahrersitz des Kia Exceed. So, jetzt sind wir auf dem Beifahrersitz des Kia Exceed angekommen und man sieht, hier hat man leider keine elektrische Verstellung. Keine Ahnung, warum Kia das nicht gemacht hat, also Verbesserungsvorschlag, bitte auch die elektrische Verstellung auf der Beifahrerseite. Aber die Bedienung hier ist super simpel, um den Sitz entsprechend nach vorne oder hinten zu schieben. Einfach hier unter den Fahrersitz greifen, da ist ein langer Hebel, den nach oben ziehen und dann kann ich entsprechend nach vorne oder hinten fahren. Die Sitzhöhe verstelle ich hier mit dieser, ich nenne sie immer Ratsche, die ich einfach nach unten drücken kann und der ganze Sitz geht dann nach unten oder ich ziehe sie nach oben und der ganze Sitz bewegt sich nach oben. Auch hier habe ich die Lordosenstütze, die ist identisch zur Fahrerseite. Einfach nach hinten drücken wird sie weicher, nach vorne drücken wird sie härter. Und dann habe ich hier noch ein Rädchen, was ich einfach für die Sitzlehnenverstellung benutzen kann. Das kann ich einfach drehen, nach vorne oder hinten und dann entsprechend wird die Sitzlehne verstellt. Das sind im Prinzip schon alle Einstellmöglichkeiten auf der Beifahrerseite des Kia Exceed. Jetzt schauen wir uns noch diese 3 kleinen süßen Knöpfe an. Die sind ganz, ganz simpel. Und zwar machen wir damit nämlich die Memory-Einstellung für den Fahrersitz.
Heißt beispielsweise, wenn zwei Fahrer sich diesen Wagen immer mal tauschen, können die sich jeweils ihre Sitzposition schon voreinstellen. Funktioniert leider allerdings nur hier bei der Top-Version, bei der Platinum Edition. Und zwar ist es relativ simpel. Wir stellen einfach, drücken wir hier oben auf Set, dann piept es ganz kurz und dann kann ich die Einstellung ich habe die Einstellung vorher schon gemacht und drücke anschließend danach auf die 1. Dann wäre die erste Fahrersitzposition gespeichert und jetzt kann ich die Fahrersitze komplett verstellen für Fahrer Nummer 2 und dann funktioniert es genauso. Wieder einmal Set drücken, dann piept es kurz und dann bestätige ich das Ganze mit der Nummer 2 und dann kann man immer hin und her tauschen, je nachdem welcher Fahrer einsteigt, der drückt dann einmal nur hier drauf und dann stellt sich automatisch der Sitz entsprechend in diese Position ein, die ich gespeichert habe. Wir haben eine dreigeteilte Rücksitzbank im Verhältnis 40, 20, 40. Jeder Teil der Rücksitzbank kann umgeklappt werden. Und zum Beispiel, wenn man links und in der Mitte umklappen möchte, dann gibt es hier einen Hebel, einfach hoch und damit kann man die Rücksitzbank umklappen. Wenn man jetzt sagt, nein, ich möchte nur den Mittelteil umklappen, dann funktioniert das auch. Der Mittelteil hat eine Mittelarmlehne, die man nach unten bewegen kann. Dann gibt es nochmals wieder einen separaten Hebel für unser Mittelteil und die kann man dann auch nach unten klappen, damit du sehr einfach hier Skier transportieren kannst oder auch ein längeres Holzstück. Wir haben 3 Kopfstütze auf der Rücksitzbank. Und die kann man einfach nach oben drücken, wenn man die in den beiden Händen nimmt und so leicht nach oben bewegt. Auch nach unten ist nicht die schwierigste Aufgabe. An der rechten Seite gibt es einen Knopf, die drückt man ein und dann kann auch der Kopfstütz wieder in seine Ausgangslage zurückbewegt werden. Ideal für wenn du Kinder hast. Dieser Kia Exceed hat eine Isofix-Halterung für Kindersitze. Einfach diese Klappe nach unten drücken und hier die beiden Kindersitze links und rechts eventuell auch befestigen. Wie du sehen kannst, haben deine Mitfahrer auch hinten hier genügend Platz. Ich persönlich bin 1,78 Meter und ich habe noch genügend Platz Richtung Vordersitz. Es gibt auch 2 Gepäcknetze hinten und da kann man sein Tablet reintun, eine Zeitung oder auch eine Zeitschrift. Man kann auch hier separat die Luftzufuhr regeln hinten. Auch das ist natürlich ein sehr gutes Gadget für die Mitfahrer. Und um es noch gemütlicher zu machen, hier hinten gibt es auch die Möglichkeit, um Getränke abzustellen, hier bei der Mittelarmlehne. Und das Beste kommt noch zum Schluss. In beiden Türen gibt es noch die Möglichkeit, um ein Getränk abzustellen. Dann gibt es noch den elektrischen Fensterheber. Und dann, wie gesagt, das Ende ist dann da. Das Beste kommt zum Schluss. Hier gibt es auch eine 2-stufige Sitzheizung, damit deine Mitfahrer sich hier hinten richtig wohlfühlen und eigentlich das Kia Exceed nicht mehr verlassen möchten. Jetzt gucken wir uns die Lenkradhöhenverstellung an oder die Lenkradverstellung besser gesagt, weil es geht nicht nur in der Höhe. Um die optimale Sitzposition zu finden, kann ich also nicht nur meinen Sitz einstellen, sondern auch das Lenkrad. Das geht bei diesem Kia Exceed in einer sehr großzügigen Variante. Dafür müssen wir einfach nur diesen Schalter, den wir hier unten an der Lenksäule haben, nach unten drücken oder nach unten fallen lassen. Und in dem Moment schon sieht man, dass man das Lenkrad in der Höhe nach oben und unten drücken kann. Und es geht aber auch, dass ich es zu mir ziehe oder auch wieder zurückdrücke. Also so findet man inklusive der Sitzeinstellung und dann der zusätzlichen Lenkradverstellung, wenn ich sie gefunden habe, mache ich den Hebel einfach wieder nach oben, findet man die optimale Sitzposition für sich. So, jetzt schauen wir uns die Innenraumbeleuchtung des Kia Exceed mal an. Die ist wirklich sehr simpel gehalten. Wir haben nämlich einmal 2 Leseleuchten vorne für den Fahrer und für die Beifahrerseite. Die können wir jeweils einzeln starten oder einschalten, indem wir einfach auf die Leuchte draufdrücken, dann sieht man, dann geht sie an und einmal draufdrücken, dann geht sie wieder aus. Ich kann zentralseitig die Leselampen alle im Auto einschalten, das geht hier mit dem linken Schalter
Und wenn ich wieder drauf drücke, ist es ausgeschaltet. Und dann gibt es nochmal zusätzlich die Funktion für die Berührung mit der Tür. Also es ist eine Türsensorik, dass also quasi die Lichter angehen, wenn die Tür sich öffnet. Das kann ich hiermit ein- und ausschalten. Das ist schon die ganze Beleuchtung, die wir vorne haben für die Leseleuchten innen. Jetzt schauen wir uns neben der Innenraumbeleuchtung auch noch die Beleuchtung am, Schminkspiegel bzw. der Sonnenblende an, die ich jetzt einfach mal runterklappe. Die Sonnenblende selbst, wie gesagt, die kennt man wahrscheinlich, die klappt man einfach nur runter, wenn von vorne die Sonne scheint. Aber ich kann es auch noch gleichzeitig, man nennt es immer so, als Schminkspiegel benutzen, indem ich einfach hier diese Klappe nach links ziehe. Und hier oben gibt es dann auch nochmal ein kleines Lichtlein, was ich mir dazu extra einschalten kann. Und falls mal die Sonne von der Seite kommt, das kann ich übrigens dann wieder zumachen. Und falls man sich fragt, was dieser kleine Nippel hier soll, da kann man beispielsweise irgendwelche Parkscheiben oder irgendwas unterbringen, irgendwelche Zettelchen, die einem halt wichtig sind, die man braucht. Und diese Sonnenblende selbst lässt sich auch nochmal ausklappen, wenn jetzt beispielsweise von rechts während der Fahrt die Sonne kommt, indem ich sie einfach dann nach drüben schiebe oder wieder zurück, dann kann ich sie einfach hier einrasten. Und das Gleiche funktioniert auf der Fahrerseite identisch.